Der Kardinal von Barcelona, Luis Martínez Sistach, appellierte an die Christen, sich nicht entmutigen zu lassen und auf die Krippe zu schauen, um zu sehen, dass Gott die Liebe ist. Am wichtigsten ist es, sich der Krippe zuzuwenden und sich nicht auf einem Weg des Zweifels und der Dunkelheit, der Einsamkeit auf der Suche, der Rastlosigkeit und der Unsicherheit ermüden zu lassen. Der Würdenträger unterstrich außerdem die Wichtigkeit, sich auf den authentischeren Sinn von Weihnachten zurückzubesinnen. Dieses Kind in der Krippe von Bethlehem weckt nicht nur Liebe, sondern ist selbst die personifizierte Liebe. Es ist die Manifestation der Liebe Gottes zur Menschheit. Für den Erzbischof von Barcelona ist Weihnachten das Gegenmittel gegen Angst, besonders in Europa selbst. Wer immer gesagt hat, dass Europa zu Beginn des 21. Jahrhunderts wie ein alter Kontinent, voller Angst, versklavt von akademischer Überheblichkeit und so kalt wie ein eisiger Gletscher wirkt, hatte recht. Dieses Europa mit seinen christlichen Wurzeln muss sich wieder der Krippe von Bethlehem zuwenden, um noch einmal die Botschaft der wirklichen Liebe verstehen zu lernen.